Ich kann euch hören. Nice. Ich habe sogar ein komplettes Blatt voll Fragen. Oha. Here we go. Es gibt manche Situationen, da muss man einfach lachen. Also erstmal, ob ihr überhaupt jetzt auch auf dieses Meet and Greet aufgeregt wart, so, weil ich war schon aufgeregt, weil ich so dachte, oh mein Gott, hoffentlich wird es jetzt nicht so richtig weird einfach. Also hattet ihr das auch? Ich war aufgeregt, weil ich habe noch nie vorher ein Meet and Greet gemacht oder ich wusste überhaupt nicht, was das ist oder was man da macht. Hattet ihr irgendwelche Herausforderungen beim Casting, also irgendwas, was richtig schwer gefallen ist? Ich glaube, die größte Herausforderung ist es, sich überhaupt zu trauen, damit zu machen. Denn es gibt übel viele, die sich halt das kaputt reden und dann denken, ja, okay, ich schaffe das eh nicht, werde eh nicht genommen. Einfach probieren, Spaß haben, selbst wenn es nicht klappt. Wie viel Mal müsst ihr lachen, wenn ihr irgendetwas falsch gemacht habt oder irgendetwas verkackt habt? Okay, sorry. Sag's ihm. Ja, relativ oft. Klar kommt es vor, dass man mal einen Fehler macht und sich irgendwie verspricht oder so. Dann kann ich mich nicht zurückhalten. Dann lachen wir dann wirklich die ganze Zeit. Das ist dann wirklich schwer. Aber wir kriegen es dann auch wieder hin, dann ernst zu machen. Ich wollte fragen, was ihr in den Drehpausen so macht. Die Mission am Set, wenn man Pause hat, ist immer Essen zu bekommen, weil das ist meistens sehr schwierig, weil man einen Zeitplan hat und man dort und dort sein muss an der Stelle. Durftet ihr, als ihr sozusagen die Eishändler wart, auch das Eis essen, das ihr gemacht habt? Fridolin mag geschmolzenes Eis nicht. Fridolin gibt mir dann immer seins, weil er geschmolzenes Eis hat. Ja. Wenn ihr jetzt so die Folgen oder so gedreht habt, und die dann ausgestrahlt werden, guckt ihr euch die dann an und denkt euch dann, oh mein Gott, was habe ich da gemacht oder was hat der da gemacht? Also du kennst doch das Gefühl, wenn du eine Sprachnachricht machst und die dir dann so aus Versehen anhörst und denkst dir so, was, das bin ich, was zur Hölle? Und jetzt das Gefühl tausendmal schlimmer. Bist du lieber Badu, also wie du jetzt bist, oder eher, wer wärst du lieber dieser Königssohn? Ich war ein bisschen geschockt, als man mir das gesagt hat, weil ich hätte niemals erwartet, dass man Badu zu einem Königssohn machen will. Also wenn ich mir das so vorstelle, hätte es echt krass so gut zu mir gepasst. Aber ich würde auch sagen, ich bin relativ zufrieden, wie Badu sich jetzt entwickelt hat. Mal gucken, was jetzt noch alles kommt. Wollt ihr, wenn ihr Schule fertig habt, auch halt in die Schauspielerrichtung so gehen? Also bei mir ist es halt so, ich möchte seit der zweiten Klasse wirklich Schauspieler werden. Also das ist mein Ziel am Ende. Ich bin auch mit der Intention zum Casting gegangen. Und ich bin sehr froh darüber, dass es bei mir geklappt hat, ja. Jetzt, nach der ganzen Zeit, könnte ich mir absolut vorstellen, Schauspieler zu werden. Also ich werde das auf jeden Fall noch weiter von Projekte machen. Vielleicht ist es was für mich so, vielleicht nicht. Aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das zu machen, weil es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich wollte sagen, es war übelst cool, es hat richtig Spaß gemacht. Ich danke euch für diese viele Informationen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also Freunde, unsere Zeit ist vorbei. Ich wünsche euch was. Tschüss.